Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Und ich denke mal, ihr wisst schon, was abgeht. Ihr könnt es am Setup erkennen. Denn wir haben Post bekommen. Wir haben ein Paket bekommen von Frontier. Das war tatsächlich ein Überraschungspaket. Also ich habe irgendwann eine E-Mail bekommen. Morgen kommt ein Paket oder... Ja, nee, heute war es sogar. Heute kommt ein Paket. Und dann war es einfach da. Drauf stand, da steht immer so ein bisschen drauf, was drauf ist, JWE2 Gifts. Also kein Gift, sondern ein Geschenk. Ich denke mal, das hat was mit dem Malta-DLC zu tun, sonst wäre es ja jetzt nicht in diesem Zeitraum angekommen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, was da drin ist. Also hier oben drauf war halt nur Adresse und sowas, das habe ich alles soweit abgemacht. Ich glaube, so rum war schon richtig. Ja, und ich würde sagen, wir schauen einfach gemeinsam rein. Warum sollen wir hier lange warten? Ich bin sehr gespannt. Ich habe absolut gar keinen Schimmer, was da drin sein könnte. Also auch keine Vorahnung oder so. Das könnte hier komplizierter werden als beim letzten Mal. Das hier noch so festgeht. Oha, okay, das wird auf jeden Fall nicht sehr sauber geöffnet werden, das weiß ich jetzt schon. Aber wir haben ja keinen Zeitdruck. Hauptsache nicht schneiden. Immer schön wegschneiden vom Körper. Habe ich wahrscheinlich jetzt schon falsch gemacht vorhin. So, auf damit. Oh, hier geht's, glaube ich. Oh, jetzt checke ich das. Okay, warte mal. Ich glaube, das ist einfach nicht die richtige Seite, um das zu öffnen. Oh Gott. Soll ich so seitlich da rein? Ich will es eigentlich für euch öffnen, dass ihr es sehen könnt. Deswegen mache ich es mal so, dass wir das hier oben aufreißen, okay? Auch wenn ich nicht glaube, dass das die richtige Seite ist. Oh Gott. Das ist ja eine Katastrophe. Okay, das ist halt komplett falsch, was ich hier mache. Scheiße. Egal, wir reißen jetzt auf. Ach, es war doch gar nicht so falsch. Guck mal einer an. Sogar richtig rum geöffnet. Oha. Frontier. Das sieht ja schon mal edel und schick aus. Was könnte das sein, Leute? Was könnte das sein? Wir öffnen das jetzt gemeinsam. Ich ziehe das einfach zur Seite. Dann könntet ihr das, glaube ich, sehen. Alles ganz gut. Checken wir kurz, ob ihr das sehen könnt. Warte mal. Habe ich die Kamera richtig? Ja. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So, und jetzt geht's los. Geht's auf? Da. Oha. Ich sehe schon etwas, auf was ich mich sehr freue. Und zwar das hier. Die habe ich immer schon gebraucht in meiner Tasse. In meiner Tassensammlung. Die Jurassic World Evolution 2 Tasse. Sehr cool. Tassen kann man nie genug haben. Ich habe hier neben mir gerade auch schon eine andere stehen. Ich habe ja schon einige Jurassic World-Tassen und eine Jurassic World Evolution 2 Tasse. Da freue ich mich sehr drüber. Oh, guck mal hier. Hier ist sogar noch das Logo drauf. Werdet ihr mich dann im Stream daraus trinken sehen. Was haben wir denn hier? Ich soll vielleicht erstmal, bevor ich mir die Sachen angucke, hier das Ding lesen. Greetings, Park Manager. To celebrate the launch of Jurassic World Evolution 2 Dominion Malta Expansion on PC. Bla 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 bla. We sent you over a selection of goodies to inspire your next dinosaur facility. Inside the box you'll find an amazing dinosaur dig kit for you. Okay, nee, wir lesen das nicht. Also ein dig kit, das heißt, wir können eh was ausbuddeln, aber ich will mich jetzt nicht spoilern lassen. Wir lesen das gleich, wenn wir nicht checken, was das sein sollte. Was ist das hier? Notizblock, glaube ich, ne? Ja. Okay, sowas ist auch immer cool und sehr schickes Design, schön in schwarz. Finde ich mega. Kann man auch dann hier zumachen. Ja, cooles Buch. Lass ich gleich am Schreibtisch liegen. Das hier ist auch super. Bestes Zeug. Das verteile ich jetzt aber hier mal nicht. Aber hier ist das Dick-Kit. Okay, viel mehr ist es auch gar nicht. Okay, dann haben wir uns schon gerade gut gespoilert. Das sieht ja interessant aus. Okay, das heißt, wir müssen... Könnt ihr das erkennen? Ich weiß es gar nicht. Man muss mit so Werkzeugen... irgendwas ausgraben und dann baut man das auf. Okay, krass. Ja, ich bin mal gespannt, was da drin ist. Sollen wir das mal öffnen? So. Ich frage mich, ob wir das jetzt auf die Schnelle hinkriegen. Wahrscheinlich nicht. Wo habe ich das Messer hingelegt? So, Messer gefunden.
Und jetzt machen wir das Ding mal auf. Ich bin da sehr gespannt. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass das so schnell geht. Das wäre irgendwie langweilig, oder? Ich glaube, da muss man sich Zeit nehmen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das in diesem Video noch fertig mache. Aber mich interessiert schon, was da drin ist. Also, das auf jeden Fall. Super. Aha. Okay, krass. Boah, ich glaube, das ist eine Riesensauerei. Oh Gott. Jetzt gucken wir mal hier. Ist aber auf jeden Fall cool. Schneid das auch mal vorsichtig auf hier. So. Das sind unsere Tools, damit wir das öffnen können, das Ding. Ach so, das ist ein Meißel. Okay, könnt ihr das erkennen? Das ist so ein Meißel. Und das ist halt ein Messer und ein Hammer. Das heißt, wir können dann gleich so darauf hauen. Ich glaube, ich muss mir dann aber erstmal was unterlegen. Aber es wäre eigentlich ganz witzig, ne, wenn wir das jetzt machen. So, da haben wir die Anleitung. Okay, das sieht irgendwie ziemlich kompliziert aus. Ich glaube, da muss ich mich besser vorbereiten. Weil da muss man auch was zusammenbauen. Das würde, glaube ich, jetzt voll lange dauern. Ich glaube, das machen wir nochmal in einem separaten Video, Leute. Ich wollte euch jetzt halt nur das Pack-Opening zeigen. Sehr, sehr coole Sachen, muss ich sagen. Da haben wir eine Tasse, ein Notizbuch und dann dieses coole Ausgrabungsset. Vielen, vielen Dank, Frontier, für dieses tolle Paket. Hat mich sehr gefreut. War echt eine tolle Überraschung. Und dazu machen wir dann nochmal ein separates Video, würde ich sagen. Also da freue ich mich schon drauf. Das machen wir dann ganz in Ruhe, ganz vorsichtig. Vielleicht auch im Livestream. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, dass ich das vom Setup her schaffe. Ja, Leute, egal. Das soll es jetzt mit dem Video gewesen sein. Eine tolle Goodie-Box von Frontier. Vielen, vielen Dank nochmal. Lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.